Dann machen wir uns mal auf den Weg hier zu Alfred, Gordon. Organisiere die Miliz. Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Upsala. Geil, da habe ich auf jeden Fall was getroffen. Oh, jetzt werde ich hier angegriffen. Aber par excellence, ey. So, den habe ich super getroffen. Den auch. Und dann... Eieie, da war ich in der Schusslinie. Den auch. Und dann habe ich da hinten noch irgendwo einen. Zeig mir mein Radar an. Den habe ich auch super erwischt. Und dann geht's direkt weiter zu Gordon. Sieht so unfassbar schnell aus, wie wir hier durchballern. Hier fahren wir jetzt natürlich ein bisschen mit Schritttempo durch. Ist ja wie eine Spielstraße. Ich kann nicht deinen Gesichtsausdruck abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Ach, noch so ein Joker. Das wird echt herrlich werden. Hä? Ah, da müssen wir hin, okay. Erinnert mich an damals, als ich dem alten Jim Rede mit Gordon. Musste. Ich muss los, Batman ist hier. Tun wir dann doch auch direkt mal. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein, ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig, wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Jim, du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Hauptsache, ich drücke gerade wirklich hier das Gaspedal durch letztendlich. Aber, Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Die Miliz. Ich mach das. Oh, Alter. Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon hat Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Alter, das ist jetzt mal eine richtig krasse Straßenschlacht. Diese Autos sind dafür nicht gemacht. Ziel anvisiert. Was für Ziel anvisiert? So, wir können hier so einen Lahmleger abfeuern, wenn wir die anvisiert haben. Ja, mach die nicht ins Hemd. Ja, das holen wir uns auch. So, da haben wir ihn. Das war's. Das war der letzte. Alles sauber. Die Frage ist nur, wie lange noch? Es ist zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Ist er denn schon drin?
Nee, ist er eben nicht. Das sind mal geile Beifahrersitze. Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Wie eine Achterbahn. Bevor Sie zum Uhrenturm aufbrechen, wollen Sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die Sie anforderten. Was hast du für mich, Alfred? Danke. Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Founders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Alfred, ich bin auf dem Weg. Ja, das sollte aber auch dann machbar sein, ne? Also jetzt hier als Batman... Sergeant! Ja, Sir? Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmen Sie Drohnen am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Ups, da habe ich ein Dings. Der Uhrenturm ist umstellt. Sichere den Bereich und lass dich wissen, wenn es sicher ist, reinzugehen. Sehr gut, wie ich hier, ich habe euch aber auch getroffen. Das verschweigt ihr hier, meinen Zuschauern. Direkter Treffer bei der sind nur 5 Drohnen online. Wir setzen großkalibrige Munition ein. Mit Titankern? Vielleicht Wolframkarbid? Was auch immer. Es reißt uns in Stücke. Stoppen Sie! Hier hinter uns muss noch direkt einer stehen, da. Den treffen wir jetzt aber auch noch. Dann hat die arme Seele... Oh, oh. Oh, der hat gesessen. Drohneneinheit im Cauldron verloren. Da sind Milizkräfte überall um den Uhrenturm, Chip. Im Batmobil bist du geschützt. Ich gebe Bescheid, wenn das Gebiet sicher ist. Ich sitze doch hier nicht rum, während du die Bastarde erledigst. Doch. Tust du, Chip. Barbara würde nicht wollen, dass du dich umbringen lässt. Ich melde mich, sobald ich fertig bin. Aber sofort. Auf dem Dach des Uhrenturms ausschalten, bevor ich hineingehe. Ja. Das tun wir dann auch und das sollte dann im Endeffekt auch ein Kinderspiel werden. Schauen wir doch mal, wo die genau sind. Und dann... Wenn er auftaucht, müssen wir bereit sein. Zögere eine Sekunde und er haut dich K.O. Dafür hat der Neid uns ausgebildet. Ich bin bereit. Du bist bereit? Guck mal, du bist doch schon direkt der Erste, der tot ist. Boah, Killer. Na komm, ey, was schießt du mich an, du Bauer? Boah, das ist echt ein harter Feind gerade, weil die schießen einfach mal so. Ich kann auch irgendwie gerade nicht so hin und her ballern, wie es die ganze Zeit möglich war, aber das... Oh, der hat gesessen. So. Wollen wir sonst noch welche? Jim, der Bereich ist sicher. Triff mich im Uhrenturm. Ich bin beeindruckt. Doch deine Tricks werden sehr schnell alt werden. So, untersuche den Uhrenturm auf Hinweis auf den Aufenthaltsort von Oracle. Oracle? Aha.
Colleen? Bist du's wieder? Hat die uns jetzt hier gar nicht bemerkt, oder was? Colleen für dich! Noch nicht ohnmächtig werden. Komm schon, zeig etwas Rückgrat. Hä? Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Dieses Chaos wird ihn rasen. Krass, ich kann ihn auch nicht angreifen. Ich muss gerade zusehen, wie hier jemand erschossen wird. This is what happens when you drag your friends into this crazy life. Ach, es gibt doch nichts Besseres, als in Erinnerungen zu schwelgen. Was, Bats? Ach so, das war eine Erinnerung. Jetzt ein Logenplatz für die Hauptattraktion. Man sollte meinen, der alte Jim Gordon hätte langsam genug durchgemacht. Zuerst verkrüppelt ein gut aussehender junger Irrer seine Tochter. Jetzt macht er sich für ihre Entführung verantwortlich. Du solltest ihm wirklich sagen, dass es deine Schuld ist, Bats. Er wird das verstehen. Ist ja nicht so, als hättest du seine Tochter sterben lassen. Zumindest noch nicht. Die Nacht ist noch jung. Oh oh. Rollstuhl aufnehmen. Oh Gott, nein. Es ist nicht deine Schuld, Jim. Natürlich ist es das. Crane wollte so an mich rankommen. Ich hätte hier sein sollen. Ich muss dir etwas zeigen. Wir haben keine Zeit. Ach ja. Nicht wie wir. Das Schlimme ist, das geht hier so hin und her manchmal. Bestätigt. Weiß man gar nicht, was hier los ist. Alter. Sie ist stark, Jim. Stärker als du glaubst. Sie arbeitet für dich? Das ist alles deine Schuld. Ich werde sie finden. Sie ist meine Familie, meine Tochter, alles, was ich habe. Ich hätte dir nicht trauen dürfen. Niemals. Ich ziehe das allein durch. Bleib weg. Ja, das ist nun mal so. Traurig, aber wir kriegen ihn schon wieder zur Vernunft, mit Sicherheit, mit hoher Sicherheit. Ich finde, das ist erstaunlich gut gelaufen. Natürlich hätte ich ihm nichts gesagt, aber deshalb ist es so befreiend, ich zu sein. Du kannst dich noch auf einiges freuen, Bats. Ja, noch was? Will er, dass ich dann den Pulki-Computer benutze? Ich muss herausfinden, was Barbara passiert ist. Sie haben die Kameras am Uhrenturm ausgeschaltet, um ihre Spuren zu verwischen. Wenn ich mich in das öffentliche Kamerasystem hacke, müsste ich alle Zugangspunkte zum Gebäude überwachen können. Hacker ist auch noch unser lieber Batman. Okay.
Ah, cool, wir können das selber so. Also scannen das beweisen. Nichts. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wohin sie sie bringen. Nein, das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wie Barbara entführt wurde. Konzentration. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wie. Hier gibt es nichts, das mir verrät, wie Barbara entführt wurde oder wer es war. Das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wer Barbara entführt hat und wohin sie sie bringen. Ach so, wir müssen also selber so vorspulen. Aber nicht komplett scannen. Da passiert einfach gar nichts. Das ist ziemlich... Nein, das bringt nichts. Ich muss herausfinden, wie Barbara entführt wurde. Das wird auf jeden Fall hier zu sehen sein. Muss ja irgendwo zu sehen sein. Da unten links brennt nur ein Auto. Die machen da auch nichts Auffälliges. Die sind da auch nur am was befeuern und kaputt machen. Aber da ist nichts irgendwie. Wer ist er? Konzentration. Ich muss herausfinden, wer Niemand. Barbara entführt hat und wie. Und hier spulen wir mal zurück. Ah, da kommen jetzt hier. Hier gibt es nichts, das mir verrät, wie Barbara entführt wurde oder wer es war. Nein, aber ich wollte sein Gesicht haben. Doch, da. Das ist der Arkham Knight. Er hat Barbara. Ich muss rausfinden, in welchem Auto sie steckt. Da. In diesem Fahrzeug wurde Barbara weggebracht. Diese Reifen sind Amatec D60er. Ich kann das Batmobil dem Reifenprofil folgen lassen. Es wird mich direkt zu ihnen führen. Krass. Sowas will ich auch können.